Tarzan. Hey, TC. Hey. Ey. Nerv mich schon wieder. Hey, TC. Genau. Ey, film mal lieber, wer hier so da ist. TC, wo sind wir? Bei den Möwen, ne? Du brauchst hier gar nicht reinfunken in mein Video. Wer bist Warum du Warum denn nicht? Ey, ich will aber mal funken. Hier? Wer ist das da hinten? Funker bin ich. Den kenn ich doch auch doch. Hey, Seemann. Hey, Seemann. Was? Junge aus dem Norden. Was hey, machst du denn hier? Jorge. Das ist hier, das ist. Möwenzähne. Möwenzähne. Und auch Füße kaufen. Oder hinten mal kicken da, die ganzen Möwen. Ja. Ja, das, da steckst nicht drin, ne, in der Situation. Ja, da bin ich nicht so, also ich weiß nicht. Ne, das weiß ich ja nicht, ne. Das gibt's in... Ja, Franken gibt's es nicht, ne? Was schon so Möwen und sowas, das haben wir in Franken nicht. Ach, der Müll, ne? Den Müll deiner Ecke, der ist auch ganz schön. Ach, das ist jetzt auch so, sag ich mal, typisch Hamburg, genau. Hamburg, oder was? Ist das auch so typisch Hamburg? Ist gleich Müll. Also dann alle, muss ich nur noch einen Kutter holen und dann kannst du mal sehen, wie das läuft hier. Also, ja. Die haben gerade gesagt, das sind die typische Flora und Fauna in Hamburg. Ja, das ist sozusagen das Naturschutzgebiet da hinten, musst du dir so denken. Die Vögel, das ist die Fauna und die Müll. Meinst du die Familie nimmt nicht mit auf? Das ist so ein typischer, so schauen die Leute hier Warum auf. Warum musst du mich so nah filmen? Da sieht man noch meine ganze Scheiße in dem Gesicht. Ja, dann geht man ein bisschen weiter weg. Ne? Weggehen. So, hier in Hamburg, wirklich, ich habe gerade meinen Koffer von Möwenscheiße befreit. Das ist echt schlimm hier, wo man hintritt, Möwenscheiße. Ne, wie sagen wir, Mösenscheiße, ne? Mösenscheiße, ja. Hier fliegen über Mösen rum. So. Immer noch in Hamburg. Ja. Aber wo führst du uns denn hin? Es dämmert schon. Guck mal, ich werde da auch nicht her. Guck mal, das ist der König von der Löwen. Ich glaube, da hinten ist irgendwie ein Löwe, also der Zoo. Das ist ganz typisch für Hamburg, die Löwen hier. Da habt ihr mehrere von. Also er meinte, die Mösen, die hier rumfliegen, sind ganz typisch für Hamburg. Er hat Löwen gesagt. Und hat mal Translator. Ja, ist voller schlechter Translator. Was ist das da hinten? So, das ist, ja, das ist das, was man da sieht. Das finde ich schön, das habe ich noch nie im Leben gesehen. Leckeren Riesen-Hotdog, der echt richtig lecker war, also der Wahnsinn. So was Leckeres habe ich noch nie gegessen. Seht ihr nun ein Schiff mit dem tanzenden Torgegge. Ja, sehr schön. Und wir haben hier noch begleitende Musik von einem, ich würde mal sagen, David Guetta in Hamburg. Der hamburgerische David Guetta. Hier kommt Freude auf in Hamburg. Komm, Ochi, wir tanzen. Ochi, tanz doch mal mit Torge. Ist David Guetta? Komm, tanz mit. Komm, wir tanzen weiter. Komm. Ihr wollt es alle sehen. Wer ist die Dame? Das müssen wir erst mal klären. Wer ist die Dame? Ich bin der. Also, bis dahin. Ich bin der. Ja, gut, sehr gut. Weiter? Walzer. Groß hat aber sein Keuschheitsgürtel an. Zahlencode ist 2334. Yeah. Kennt ihr das Lied? Ja, es ist Memories. Kid Cudi und David Guetta, ja. This will be the best memories. Yeah. Mit dir ist es einfacher. Nee, das ist. Ich weiß nicht. Ich meine, es ist nicht so. Sie müssen durchschauen. So gedrückt halten, bis es dann. Aber nicht damit wegrennen. Check, fängst drücken. Ich versuche. So, dann machen wir am besten hier langsam. Kopf, wenn das so runterfällt, wo sehe ich das? Wo sehe ich das? Sie müssen durchschauen. Aber jetzt ist nichts zu sehen. Nee, Sie müssen hier durchschauen. Ach so. Und dann den Finger hier. Okay. Fotografieren Sie mal den jungen Mann. Ein Festfoto? Ja, nicht. Erst so drauf drücken. Warten? Nein, noch nicht. Jetzt, genau. Also, und jetzt alle drei. Und noch alle zusammen. Alle drei zusammen. Warte, wir machen so, dann ist es, dann können wir mit dem Moment, ich mach mal mit der Aussicht. Im Hintergrund, dass wir dahin gehen, dass wir sitzen im Raum haben. Ja, wie wollen. Mit dem Schiff ist es natürlich. Achtung, Hundescheiße. sehr gut. Ist er genug? Nochmal. Ach schon, ne? Haben Sie es? Ah, das sieht ja super aus. Ich glaube, dass da haben glaube, wir machen, in Ihnen steckt eine Fotografin. Ja. Aha, ja, ich kann gut fotografieren. Ich kann malen, ja. Das ist das A und O beim Fotografieren. Beim Fotografieren malt man eigentlich das Bild sozusagen. Nee, es ist so, man hat ein Gespür. Wenn ich so Leute sehe, dann denke ich manchmal,
Das könnte ein Künstler sein. Nein, von YouTube ja, oder so. Auch das. Ja, aber vor allen Dingen, dass es schön wäre für Sie in Erinnerung, nicht nur immer zwei, sondern ja, alle zusammen. Also ja, die schließen mich schon ziemlich aus, das bin ich auch ziemlich traurig. Ach. Nein, aber wir sind ja nur so ein Team. Und man weiß nie bei jungen Leuten, wie lange so ein Team bleibt. Ja, genau. Nein, das ist ganz schön, wenn man das mal so drauf hat. Kann ja sein, dass eine Möse irgendwie von oben runterkackt. Ist das schon mal passiert? Ja, wenn es passiert, dann... Weil die Mösen fliegen ja ganz schön krass. Ja. Komm. Weil wir kommen halt nicht von, wir kommen nicht aus Hamburg, wir sehen, wir kennen also ich bin eigentlich keine Möse im Himmel gewohnt. Zum Beispiel in Köln. Aber jetzt gerade fliegen keine mehr. Ja, deswegen. Das ist normal. Ganz normal. Echt? Dass die Mösen hier rumkacken, okay? Na und? Aber so selten, die meisten kommen ja nicht. Das ist doch widerlich. Treffen, ja, treffen ja nicht. Also danke fürs Foto. Dankeschön. Die müssen die nur mal schön füttern, wenn du das da hast. Die Mösen, die füttern wir ja. Ja, die wollen. Wetten, einen Riesenhotdog am besten. Ja, einen leckeren. Auch ein Schief. Groß, das sind wir daheim. Jawohl. Bayern-Zell. Bayerisches Sieben. Bayerisches Zell, sagen wir bei uns immer, ne? Das sagen wir. Ja, wir Bayern. So, hier die bekannteste Polizei in ganz Deutschland, behaupte ich jetzt einfach mal. Die Davidswache. So, OG. Deine Schicht beginnt erst später, musst noch nicht rein, okay? Keine Angst, los. Später, ne? Immer diese Touristen gleich mal Foto. Boah. So, das war's von Hamburg. Wir sind raus. Wir sehen uns im nächsten Video bei Auf die Jungs wieder, natürlich. Auf jeden Fall, wieder einschalten.